Moped vorm Fenster vorbeigefahren und ich war nicht schnell genug, das Fenster zuzukriegen. Und ich will nicht, dass ihr hier Motorrad dröhnen im Let's Play habt. Das ist etwas sehr unprofessionell. Deswegen habe ich mal kurz die Zeit notiert, wann das war. Dass ich es gleich rausschneiden kann, wenn ich die Videos verarbeite. Da hinten ist schon wieder irgendwer. Aus da auch. Guten Tag, die Herren. Oh, Tonkopfhülle. Fantastisch, da haben wir ja gleich unser Ziel unserer Bemühungen gefunden. Daneben, der Typ steht direkt vor dir, Sinnenuss. Meine Fresse. Genau bei uns, gib ihm. Immer fester Ruf da bei uns. Inzwischen machen wir mehr Damage als Bones. Anfangs sind wir von dem Typen abhängig und jetzt können wir auch genauso gut ohne ihn. Bam, ganz elegant. Und schwupp. Dieses süße Platschen, wenn dieser Schattenkrieger umfällt, ist herrlich. So, hier lag irgendwie noch einer. Da. Ich jetzt zur Gesundheit. Wieder ganz gut. Ui. Ist das einladend hier? Verdammte Schatten! Ja, da werden wir hier drin, glaube ich, noch mehr von finden. Und ich fürchte auch, wir werden hier auf einen Schattenlord treffen. Aber da führt kein Weg drumherum. Da gibt es kein Murren und kein Zedern. Die Typen müssen weg. Das ging schnell. Aber echt, ey. Platsch. So, dann immer schön die Schattenwaffen mitnehmen. Ich sagte immer schön die Schattenwaffen mitnehmen. Wo ist Nummer 2? Nummer 2 umgeprügelt. Wo ist Nummer 2? Ich glaube hier unten. Habt ihr eben irgendwas Wasser gesehen? Genau. Ah, ist das dunkel hier. Aber es sieht geil aus mit diesen Stalagniten und Stalaktiten. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Oh, ist das eine geile Höhle. Guckt euch das mal an. Boah, sieht die heftig aus. Oh, sowas hat mir Risen 2 gefehlt. Ich bin glücklich. Aua! Ich bin verletzt. Schön und Bums und wir zusammen auf den Gegner einprügeln, hat eigentlich keine Chance, weil er kann nicht beide blocken und irgendwer kommt immer durch. Kommando zurück, er kann doch beide blocken. Aber es gab schon mal Kämpfe, die waren schwerer. Das ist leider ein Balancing-Problem, das hat Risen, das hat auch Gothic. Anfangs sind die Kämpfe unfassbar schwierig, man kriegt die Gegner einfach nicht tot. Und dann kehrt sich's irgendwann um und die Gegner sind einfach nur lächerlich schwach. Da Max Pilz. Die Höhle hier ist neu. An die kann ich mich nicht erinnern. Wenn man das hier so sieht, wünscht man sich fast, man würde auf der anderen Seite kämpfen. Ich sehe keinen Schattenlord, das ist beunruhigend. Aber auf jeder Insel ist mindestens einer. Das heißt, er muss hier irgendwo stecken. Getötet haben wir ihn noch nicht. Da ist er doch, ich sehe ihn doch jetzt. Jetzt sehe ich ihn, er steht direkt vorm Kristallportal. Scheiß Schatten. So, dann sollten wir nochmal unsere Gesundheit prüfen. Weil wir sind zwar schon gut ausgestattet und gut aufgestellt, aber Schattenlords sind keine leichten Gegner. Da hinten steht er und er ist nicht alleine. Oi, wey. Schicken wir erstmal bei uns vor. Ich finde, das geht logisch. Aua! Ey, die haben keinen drauf, das ist nicht feierlich. Was für ein Schattenlord ist es denn? Schattenlord der Gier. Erstmal schnell heilen und die Typen mal irgendwie von dieser schmalen Brücke runterlocken. Oh, hat der Kellendorf, ey. Zumindest ist es bei mir im Zimmer so dunkel, ich kann unsere Gesundheitsleiste kaum erkennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh well. Alter Schwede, ist der Typ stark. Oh mein Gott. Und da ist er tot. Uiuiuiui. Was für ein zäher Bastard. Wo ist Bones? Kämpft da hinten irgendwo. Ja, Bones kämpft da hinten, wir kämpfen hier vorne. Ich find's logisch. Na komm. Na. Aus. Böser Bubi. Geht doch. Ich will nicht mal wieder mit der Pistole treffen, da wir irgendwie gefühlt Blindo persönlich sind. Bones ist nur ein scheiß Scherge, gegen den du da hinkämpfst. Mach mal hin, ey. Wir müssen Bones echt noch was beibringen. Oh, da wächst irgendwie ein Kräuterlieb. Na komm her, Freundchen. Und einmal das Schwert in den Rücken und einmal feste Ruf da. Ja, Bones, jetzt kommst du angekrochen, ne? Ihr dürft gleich nur nicht vergessen, den Schatten auszuplündern. Wir brauchen die schwarzen Herzen. Wir wissen zwar immer noch nicht genau wofür, aber irgendwo für. Bäm, hau um. Oh Mist, der ist weg. Naja, egal. Also, Schattenwaffe. Baumbürger ist immer gut.
noch eine Schattenwaffe. So, jetzt wird's wichtig. Schattenzepter, Schattenlord. Da gibt's keine Waffe. Da gibt's auch keine Waffe. Nein, Bones, mit dir will ich nicht reden. Eric hatte uns, glaube ich, schon den Zauber beigebracht, mit dem wir die Kristallportale wegkriegen. Ne? Irgendwie klingelt's da. Ich gucke mich hier nochmal kurz um. Okay, das ist das Zepter, von dem den Bones getötet hat. Aber sonst, außer viel plätscherndem Wasser, gibt's hier irgendwie nicht viel. Okay, kriegen wir es kaputt? Kriegen wir. Fantastisch. Eins weniger. Es ist zerstört. Und schon diese epische Musik dazu. Ach, herrlich. Ich habe viel zu lange nicht mehr dieses Spiel aufgenommen, aber wenn man so viel zu tun hat. Ich meine, ich stecke mitten in meiner Masterarbeit. Da hat man einfach nicht viel Zeit, um zu zocken. Geschweige denn, um mal länger als eine Stunde irgendwie was aufzunehmen. Meistens spiele ich im Moment Diablo 3 mal so eine halbe Stunde zwischen Tür und Angel. Wenn es sich gerade mal zeitig machen lässt. Meine Freundin zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, gerade unterwegs ist oder so. Ich komme nicht viel zum Zocken und wenn dann auch nur Diablo 3, deswegen gibt es in letzter Zeit, obwohl. Ich sage jetzt gerade in letzter Zeit, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil diese Folge und die Diablo 3 Guides, die ich im Moment aufnehme, so überhaupt nicht synchron rauskommen. Ich denke mal, wenn jemand, wo diese Folge hier rauskommt, sind die Diablo Guides schon Wochen raus und oh, das geht gleich weiter. Naja, geht die B. Ganz schön verwüstet, Antigua. Wenn ihr euch an Wissen 2 erinnert, Antigua war eine wunderschöne paradiesische Insel. Und jetzt ist es einfach nur, oh Gott, da hinten ist ein Wyvern. Jetzt ist es einfach nur ein Dämonen- und Schattenverseuchtes Ödland. Traurig, traurig, aber das ist ein Anblick. Den werden wir noch das eine ums andere Mal hier sehen. Ja, aber echt, hey Bones. Weil dieses Let's Play ist jugendfrei, also. Beherrsch dich bitte mal in deinem Ton. Mach ich mir eine Mütze. Ich wollte sagen, Bones hat jetzt nicht ernsthaft den Wyvern angegriffen. Aber hat er nicht. So dumm ist nicht mal Bones. Es ist nur ein schwarzer Ghoul. Den hier haben wir mit der Pistole aufs Korn, nehmen einfach, weil ich es kann. So. Habe ich doch eben noch? Genau, da habe ich doch noch irgendwas gesehen, gerade aus dem Augenwinkel. Wird es bewacht? Nein, es wird nicht bewacht. Das ist schön. Magische Kristalle können wir immer gebrauchen. So, ich mach mal das Fenster auf. Auch auf die Gefahr, dass ich wieder irgendwelche Motorräder, die vorbeifahren, rausschneiden muss. Aber in Hamburg ist es im Moment so scheiße warm, dass man es anders einfach nicht aushält. Wir werden haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist schön. Wo bin ich hier gerade überhaupt? Look at the map. The map is amazing. Da drüben waren wir gerade. Ja, dann auf zum Wyvern, würde ich sagen. Hat er uns gesehen? Hat uns gesehen. Mami, Bones. Ach, kein Wyvern, Lindwurm. Ich war wieder bei Witcher gerade, gedanklich irgendwie. Da gibt's Wyvern. Zäh, wie ist das? Muss ich auch irgendwie mal wieder als neues Let's Play aufnehmen, weil letztes Mal war es jetzt doch ziemlich verbuggt. Und jetzt gibt's auch die DLCs Heart of Stone und Blood and Wine. Da ist mal wieder Potenzial für so ein richtig schönes, keine Ahnung, 200 Folgen Langzeit-LP. Da muss ich aber richtig Zeit für haben. Das kann man nicht mal eben so zwischen Tür und Angel aufnehmen, das geht nicht. Was gibt's denn da unten? Auf jeden Fall einen Ghoul. Ein Ghoul und ein Höllenhund. Das ist jetzt keine allzu große Gefahr für uns. So, das haben wir. Das nehmen wir auch mit. Wo ist Kollege Helm hingeflogen? Hier hinten, meine Güte. Wo sind wir hier? Ah, okay, das ist wieder ein Weg, der da runterführt. Der führt aber wieder zurück. Ich habe das Gefühl, wir haben uns hier ein bisschen sehr schlampig umgeguckt. Deswegen will ich da nochmal ein, zwei Blicke schmeißen. Da, guck mal, da ist noch diese. Hier war irgendwas, ich erinnere mich da. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Hier war irgendwas. So, irgendwie war dahinter ein Schatz. Kommen wir mit dem Papageienflug durch? Gut, ich bleib hier. Nein, okay.
Weg kam man darüber, das weiß ich noch. Guck mal da. Irgendwie. In Ordnung. Irgendwie kam man darüber. Oh, diese scheiß Moped schon wieder. Moment. So. Kurz die Zeit notiert, die ich jetzt hier rausschneiden muss. Man kam da irgendwie. Irgendwie kam man da durch. Das ging irgendwie. Ich erinnere mich da ziemlich genau dran. Irgendwo kam man hier rüber. So, was war mit Papageienflug? Ha! Ich wusste doch, es ging. So, Papageienflug. Ich glaube ja, man soll hier ein gezähmtes Äffchen durchschicken, aber geht auch so. Teleportstein brauchen wir immer. Eine versteckte Truhe, na was da wo drin versteckt ist. Uiuiuiui, Schatz gefunden. Romanovs Gold. Geil. Starke Sache. Spannende Frage ist, sind wir jetzt hier durch? Soweit. Wir haben leider jetzt Bones verloren, aber um den ist es nicht schade. Der ist um die unnütz. Haben wir jetzt eigentlich den Teleporter aktiv in der Hafenstadt? Nein, okay, da hat uns tatsächlich ein Teleporterstein gefehlt, wie ich es vorhin schon vermutet hatte. Im Akt der Selbstlosigkeit rennen wir zurück ins Dorf. Und es ist Nacht und es regnet. Die beiden hässlichsten Situationen, in der man zu denen man unterwegs sein kann und dann auch noch kombiniert. Hat irgendwie gerade optisch zur Folge, dass wir irgendwie gar nichts sehen. Ich lege uns am besten mal in dem Haus schlafen, wo wir vorhin schon mal durchgekommen sind. Ich fürchte zwar, wir landen wieder im Schattenreich und müssen uns mit irgendwelchen Geistern rumschlagen, aber es hilft alles nichts. Ja, es war so klar. Mal sehen, wer uns diesmal im Traum erscheint. Da steht irgendwer. Entschuldigung, Mister. Wer bist denn du? Orsigor. Kennt ihr den noch aus Risen 1? Geist. Hallo. Und er spricht mich völlig furchtlos an. Muss ich denn Angst vor dir haben? Du weißt nicht, wer hier vor dir steht, oder? Ich bin Orsigor. Titanenlord und Herr über Land und die Elemente. Wer bist du? Ja, wer bin ich denn? Ja, komm, das klingt so richtig schön heldenhaft. Ich kämpfe für die letzten freien Menschen der Südsee. Die Südsee, sagst du? Interessant. Dann bist du der Grenzgänger, der die Schatten herausfordert. So ist es. Ich hab schon von dir gehört. Es heißt, du hättest großes Potenzial für einen Menschen. Wenn du der Titanenlord Orsigor bist, dann bist du für die Zerstörung unserer Welt mitverantwortlich. Es ist Krieg. Da ist vieles unvermeidbar. Ach ja? Dank eures Titanenkrieges sind Tausende getötet und das Land im Norden verwüstet worden. Manche Opfer müssen für ein höheres Ziel erbracht werden. Höheres Ziel? Was für ein Wahnsinn soll das sein? Wie ich sehe, ist dir nicht viel geblieben. Außer deinem Mut. Das reicht doch. Hilf mir. Ich will mein Leben zurück. Du brauchst meine Hilfe nicht. Grenzgänger, du kannst dich hier im Schattenreich und auch in der Welt der Lebenden bewegen. Damit hast du große Macht. Du musst nur noch lernen, sie zu nutzen. Ich werde dich beobachten. Wenn es stimmt, was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Ich will seine Rüstung.
Mein Geist verlässt die Gruppe, ja, und wir schlafen bis mittags. Orsigor, der Titanenlord. Wichtiger Charakter in Risen 1. Oh, Antigua. Hier ist es noch richtig schön tropisch, paradiesisch. Tropisch. Meine Güte. Meine Aussprache war auch schon mal besser. Dann wird es jetzt, ist es jetzt, finde ich, an der Zeit, einen alten Freund zu besuchen. Admiral Alvarez. Wir haben ihn lange genug ignoriert. Und da steht er mit seinem Leopardenmantel, der einfach so unfassbar scheiße aussieht. Mal gucken, was der gute Mann zu sagen hat. Na endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Tot. Auf Schatzsuche, an der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten, wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Oh ja. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Was kommt bloß auf einmal her? Als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich hab es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Hab ich doch schon längst. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Wir müssen eigentlich schon alle haben, weil ich meine, wir sind ja praktisch durch auf Antigua. Das ist jetzt ja unsere letzte Station. Ja, ich glaube, wir müssen ihn nicht fragen, wo wir die finden. Wir haben sie ja schon gefunden. Fangen wir einfach mal damit an. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Also. Am Oststrand waren zwei. Mistviecher. Gut gemacht. Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Oh, nochmal 100. Oh, das rechnet sich. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Natürlich. Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Das rechnet sich auf die Dauer hier. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Hättest auch selber hingehen können und die töten. Die waren doch direkt neben der Haustür. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Yep. Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Währenddessen. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Ich glaube, das ist der Bösewicht in diesem Spiel. So, Alvarez. Schnucki. Hey, sowas kannst du doch nicht machen. Bin gerade beschäftigt. Mit rumstehen, so wie es aussieht. Okay. Irgendwann kriegst du nochmal Ärger. Ja, aber nicht jetzt. Erstmal räumen wir Alvarez aus.